Ich muss hier irgendwie rauskommen, Alter. Scheiß drauf. So, hier ist ein Krankenwagen. Gott, die sind schon alle in Aufruhr hier. Wo ist die Tuss? Junge, steig ein! So, Mission gestartet. Menschliche Fracht. Jetzt wird's interessant. Das ist die letzte davon. Wir müssen wieder mit Freddy sprechen. Let's go. Freddy. Hast du mich nicht gehört? Junge, was ist denn hier schon los? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja. Auf jeden Fall muss ich die Straße runter. Muss ich noch weiter runter? Halt. Einmal hier rum. Und, da ist er. Tacho. Guten Tag, Ro. Alles okay. Was meinst denn du? Ich sollte jemanden treffen. Einen Kontakt aus Manchester. Ein Mitglied der Zelle, von der ich geredet habe. Kam nicht? Sie ist einfach verschwunden. Ich kann sie nicht finden und der Rest ihres Netzwerks hat auch keine Ahnung. Sieht ihr nicht ähnlich? Da ist was passiert. Du willst, dass ich sie aufspüre? Ich stünde tief in deiner Schuld, Pierce. Wir sollten uns am New Market treffen. Sie heißt Violet Thorne. Etwa meine Größe. Mitte 70. Violet Thorne. Woher kenne ich den Namen? Tja, woher kennst du den? Vielleicht hatte ihr vor der Erfindung des Telefons eine Brieffreundschaft? Hilfst du oder nicht? Entspann dich, ich bin dran. Okay. Okay, Leute. Wir gucken. Wir müssen Violet Thorne beim New Market finden. Ich guck mal schnell, wo das ist. Dann machen wir natürlich auch wieder eine Schnellreise. So. Schnellreise abgeschlossen. Dann laufen wir mal dahin. Schön belebt ist auf jeden Fall hier. Kannst du nichts sagen. So, da vorne ist Violet. Ich bin da. Ja. Aber ich sehe deine Kontaktperson nirgendwo. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Such weiter. Ich glaube, ich muss hinten rum. Ich glaube... Hä? Kommen wir hier rein? Nee. Aber guck mal, die Effekte sind schon ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob das an der PS5-Version liegt, ne? Mit den reflektierenden Zeug. Das ist schon ziemlich nice. Kannst nichts sagen. Also Grafik 1A. Ist das Violet Thorne? Ja, und was soll ich jetzt machen hier mit der? Drehen wir den Sack. Anscheinend gab es hier einen Kampf. Vielleicht eine Schießerei. Nee, kann nicht sein. So sieht es aber aus. Dann sieh nochmal nach. Die alte Dame hätte sich nicht so leicht ergeben. Okay, da sind einige Cops vor Ort. Vielleicht finde ich auf ihren Handys was. Der ist doch gleich hin, oder? Halt. Ja. Wenn man mal die richtige, wenn man die richtige Taste drücken würde. Na komm. Na, hauen wir nochmal zu. Komm. Ach, machen wir so. Stören. So, Tarnung. Tarnung? Was für eine Tarnung? Hacke den Albion Captain. Ja, okay. Warte mal, ich stelle mich mal kurz hier an die Seite, nicht, dass da einer kommt. So. Ah, da kommt einer. Mal sehen. Ah, ich bin schon fertig. Die letzten Berichte. So. Da ist es. Okay. Violet Thorne. Ins St. Thomas Hospital gebracht. Von Albion. Verdammt, ich wusste es. Mhm. Auf geht's, Cowboy. Wir holen sie da raus. Finde Violet Thorne im St. Thomas Hospital. Oh Gott, ich spreche das wahrscheinlich alles so falsch aus. Thorne Hospital.
Also da kann man, ich glaube, man kann da nicht rein direkt in dieses Krankenhaus, das da vorne. Sondern man kann sich da nur reinhacken. Aber das werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Das ist ein Krankenhaus. Sieht aus wie eine Militärbasis. Der NHS wird zerhackt und in Teilen verkauft. Die neuen Besitzer haben nur etwas von ihrem Investment, wenn sie den Pöbel ausschließen. Bestimmt gut für deinen Arzneimittelschmuggel. Oh ja, das ist mein Traumjob. Beeil dich und finde heraus, wo sie unser Ziel festhalten. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich da jetzt reinkomme. Da oben sind ja schon wieder irgendwelche Wachen. Die einfachste Möglichkeit wäre, dass ich mir mal so eine Drohne hole. Sag mal, haben die diese adaptiven Trigger... Huch, hoppla, haben die überhaupt getestet? Ubisoft, habt ihr die getestet, Freunde? Ich glaube, die haben da gar nichts getestet. So, Wachdrohne. Ja, flieg mal runter. Flieg mal runter, ich muss doch da rufen. Muss er da raufsteigen, Freundchen. So, buff, let's go. Okay. Okay. Dock mal hier kurz an. Okay, ich bin wieder da. Jetzt können wir das Ding nochmal scharf machen hier. Und anlocken. Im gleichen Zuge nehme ich mir... Ja, genau. Was ist denn das hier? Fokus? Wo immer du steckst. Können wir bitte jemand sagen, was hier los ist? Nichts zu berichten. Ich suche woanders. Ja, was denn hier los, Alter? Da will sich keiner anlocken lassen. Um Himmels Willen, ist das wirklich nötig? Ich glaube, ich sehe unsere Benutzerin. Geht's dir gut? Ich sollte mal die Waffe weg. Okay, das ist kein Feind. Geh da einfach mal rein. Verstanden. Oh. Violet, kannst du laufen? Wir müssen hier raus. Am besten hier irgendwo lang. Ich hab sie. Es geht dir gut. Ihr könnt nicht einfach so zur Tür rausmarschieren. Finde einen Krankenwagen oder sowas. Finde einen Krankenwagen? Die müssen doch überall sein. Jetzt leg schon los. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die müsste sich mal ein bisschen verstecken, Alter. Ich glaube, wir müssen da hinten lang. Weil die klettert ja nicht da hoch, oder? Die ist ja ein bisschen too old for this. Da kommen wir nicht lang, Alter. Das ist jetzt schon wieder total der Scheiß hier. Folgt die mir? Guck mal, wie viele da sind, Alter. Wie soll man denn hier rauskommen? Scheiß drauf. Da ist eine wo ist die Drohne? Komm, Verrat, Verrat. Let's go. Shit.
Komm schon. Okay, den habe ich. Da ist noch einer. Oh, da ist auch noch einer. Gleich gesehen. Jetzt baller ich hier noch die Zivilisten ab, ey. Der hat jemand doch nicht. Okay, der ist hin. Der ist hin. Ich weiß nicht, ob es das schon war. Finde das Sicherheitsterminal. Noch ein bisschen weiter. Komm ich hier nicht raus? Halt. Okay, das hin. Parat. Ich muss hier irgendwie rauskommen, Alter. Verstärkung zu meiner Position. Scheiß drauf. Was soll das Ganze? Frage ich dich, was das soll? So, hier ist ein Krankenwagen. Gott, die sind schon alle in Aufruhr hier. Wo ist die TUS? Junge, steig ein! Ich kann nicht fahren. Alles klar. Kann sie sprechen? Gib Gott, sie mir. Oh Gott, oh Gott. Bist du das? Meine Fresse, Alter. Was habe ich dir gesagt, Mom? Du musst die Verfolger abschütteln. Hier gibt es überall CGI. Okay, Verfolger sind eigentlich weg. Ich bin zu meiner Zeit schon schlimmerer Überwachungstechnik ausgewichen. Zu deiner Zeit bestand Überwachungstechnik darin, mit einem Fernglas in einem Baum zu sitzen. Alter Schwede. Sekunde. Mom? Pierce, das ist meine Mutter. Violet Thorne. Eine weitere altersschwache Hackerin, die sich für aus eine Superheldin hält. Natürlich, daher kenne ich dich. Ich mache die Sirene an, dann halten die mich wenigstens nicht an. Der ersten Mainstream-Hackerin. Von dir sind diese Trident-U-Boot-Hacks aus den 80ern. Na super, der scheiß Fanclub sitzt am Steuer. Komm zum Abgabepunkt, bevor der Sirs dich findet. Ja, ich denke mal, die werden mich sowieso nochmal catchen, oder? Ganz im Ernst, Mom, warum bist du nur selbst hergekommen? Ich konnte doch nicht zulassen, dass du das alles alleine machst, Schätzchen. Es lief alles gut. Du bist diejenige, die wegen einer Kiste voller Elektroschocker fast ins Gras gebissen hätte. Jemand ist an uns dran. Ja. Ach, shit. Sie verfolgen den Krankenwagen. Okay, junger Mann. Ich deaktiviere das Navi, während du sie abhängst. Wie das Navi deaktivieren? Guck auf die Straße, verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Scheiße. Ist eingebaut. Ach, zur Hölle damit. So, deaktiviert. Ah. Huch. Ja, ich kann die nicht markieren, Alter. Stopp das Fahrzeug! Hat das jetzt funktioniert? Das ist halt immer das Problem an diesen Teilen, dass man die nicht richtig geil markieren kann. So, jetzt habe ich einen markiert. Da kommst du halt nicht hin. Genau wie hier, ja. Ich habe den zwar direkt hinter mir, aber ich sehe den halt nicht. Deswegen kann ich den nicht ausnoggern. So. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. Komm da nicht ran. Ich komme an den nicht ran. Entweder ist er zu weit weg oder zu nah dran oder. So. Noch einer. Die sind viel zu schnell unterwegs. Ich weiß nicht warum. Ich verfolge die Zielperson. So. Keine Spur der Zielperson. Ende. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ja, genau. Jetzt haben sie mich wieder, weil da wieder so eine bescheuerte Drohne war. Zum Kotzen. So, ich habe den jetzt nochmal umgelenkt. Hier fliegen überall diese Drohnen rum. Überall. Und wenn jedes Mal, wenn ich da durchfahre, durch so ein Teil.
So, und jetzt müssen wir irgendwie aufpassen, dass ich erstens nicht in die Drohnen reinfahre. Das heißt, irgendwie deaktivieren die Teile. So, gleich haben wir es geschafft. Haben sie abgehängt. Bin ich denn hier? Alter, hier das hat keinen Sinn. Huch. So. Okay, passt für mich. Dann jetzt ganz in Ruhe wieder zurück. Genau genommen ist das jetzt das dritte Mal, dass ich mich fast umgebracht hätte. Ach wirklich? Pierce, du Drogenfahnder. Du Drogenfahnder. Aiden Pierce. Oh, das war der falsche. Wollte eigentlich die, wollte ich da mal ein bisschen weglenken. So. Also, Miss Thorne, du leitest die Zelle in Manchester. Wir haben flache Hierarchie. Keine Anführer. Junge. Funktioniert besser so. In anderen Worten, sie hat das Sagen, aber man darf es so nicht nennen. Also manchmal sind die Missionen echt buggy, ne? Ich muss mich natürlich durchkämpfen gerade. Aber bis die mal eingestiegen ist, hätten die mich schon wieder fast erlegt, ey. Ich konnte doch mit dem Ding nicht vorfahren, weil ich gedacht habe, die muss hinten einsteigen. Keine Chance. Keine Chance. So. Seht euch die ganzen Schwachpunkte in diesem Ding. In diesem was? Verlasse das Fahrzeug. Hey, Pierce, hier drüben. Kannst du nicht mehr weiterfahren, ne? So, Freddy. Deine Mutter habe ich jetzt besorgt. Gibt's noch was ich tun soll? Deine Mutter ist eine Nummer für sich. Oh, die ersten 10 Minuten ist sie der Knaller. Jedenfalls, vielen Dank, Pierce. Wahrscheinlich ist das das letzte Mal, dass ich dich sehe. Also, oha, war's das schon? Schon? Leb wohl. Was, du gehst? Ja, sobald ich die Hacking-Legende wieder im Norden habe, wo sie hingehört, verlasse ich das Land. Es ist das Risiko einfach nicht mehr wert. Hör mal, Freddy, wir könnten deine Hilfe immer noch brauchen. Das können meine Kontakte in Ägypten auch und die bezahlen besser. Na gut. Uns steht hier in London ein ziemlicher Kampf bevor, also wenn du mal deine Meinung änderst. Hör zu, Pierce. Früher oder später muss jeder Cowboy in den Sonnenuntergang reiten. Oder erschossen werden. Meld dich, wenn du mal in Kairo bist, ja? In Kairo? Gut. Upgrade erhalten, Trophäe erhalten. Wir haben die Widerstandsmissionen jetzt alle abgeschlossen. Genau, Mission abgeschlossen. Menschliche Fracht. Nice. Okay.